Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank stand heute im Mittelpunkt des Interesses an der Börse. Dabei ist zunächst nichts Überraschendes passiert, denn Mario Draghi und seine Kollegen haben den Leitzins in der Eurozone bei 0,75% belassen. Dann wurde es allerdings spannend im Anschluss an die Zinsentscheidung selbst. Da stand ja wieder die obligatorische Pressekonferenz auf dem Programm. Und die Aussagen von Mario Draghi, die wurden ganz unterschiedlich interpretiert. Zunächst sagte er, dass er mit einer Erholung der Konjunktur in der Eurozone im Laufe dieses Jahres rechne. Auch wenn jetzt Anfang 2013 die Wirtschaft erstmal schwach bleibe, werde es wohl danach zu einem allmählichen Anziehen der Konjunktur kommen. Auch weil die Geldpolitik der EZB die Erholung stützen werde, so sagte er. Dennoch wurde an den Finanzmärkten auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik spekuliert. Und das hängt damit zusammen, dass Mario Draghi auch betont hatte, dass er den Währungskurs des Euro immer sehr, sehr genau beobachten würde. Da sei man wohl sehr aufmerksam. Außerdem dürfte die Inflationsrate in der Eurozone bald unter die 2%-Marke rutschen. Experten zufolge sprechen diese Aussagen zumindest nicht gegen eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Allerdings zweifelt man an, dass dies schon bei der kommenden Sitzung des EZB-Rates der Fall sein könnte. Dennoch führte dies dazu, dass der Euro stark nachgab auf aktuell 1,34 $. Gestern hatten wir hier noch im späten US-Handel Kurse von über 1,3550 zum US-Dollar. Und der deutsche Aktienindex, der zog kurzfristig an bis auf ein Tageshoch von 7.661 Zählern. Die Gewinne konnte der DAX dann allerdings nicht halten und fiel zurück bis in den Bereich der Schlussnotierung des gestrigen Tages von 7.581 Zählern. Jetzt hat er sich noch mal ein bisschen nach oben berappelt, aber 7.588 Punkte, das ist gerade mal ein Zugewinn jetzt von 7 Zählern gegenüber der gestrigen Schlussnotierung. Daimler hat vermeldet, dass man eine Modelloffensive starten wolle. Bis zum Jahr 2020 soll es 13 neue Mercedes-Fahrzeuge geben, die es vorher noch nicht gegeben hatte. Das beschleunigte heute den Aktienkurs um 2,9% auf 44,25 €. Dann gibt es Spekulationen um Lanxess. Angeblich soll Dow Chemical Interesse haben an einer Übernahme oder Teilübernahme von Lanxess und dafür bereit sein, 70 bis 80 Euro je Lanxess-Aktie zu bieten. Diese Gerüchte sollen aus London kommen und dann auch hier auf dem Börsenparkett in Deutschland die Runde machen. Zumindest haben Händler dies so bestätigt. Eine Bestätigung aus dem Hause von Lanxess, aber auch aus dem Hause von Dow Chemical, war bisher allerdings nicht zu halten. Dennoch reagiert die Lanxess-Aktie mit einem Aufschlag von 4% auf 63,81 € und war damit zweitstärkster Gewinner im deutschen Aktienindex nach der Heidelberg-Zement-Aktie mit einem Aufschlag von 4,9% auf 48,50 € nach sehr guten Zahlen und positiven Analystenkommentaren.